Ja, Rezession oder Nullwachstum oder geringes Wachstum, und wie geht es weiter mit den Zinsen im Jahr 2023? Dazu jetzt bei uns im Studio der Generaldirektor der Raiffeisen Landesbank in Oberösterreich, Dr. Heinrich Schaller. Danke fürs Kommen. Grüß Gott. Sie haben in einem Interview mit der ZIP im Oktober vergangenen Jahr, ZIP 2 im Oktober vergangenen Jahres gemeint, die Währungshüter der EU sind nervös geworden. Dann haben Sie reagiert, also 2% Zinsen gibt es jetzt. Wie zufrieden sind Sie damit? Die EZB selbst sagt, es ist noch nicht genug, und ich bin auch dieser Meinung. Sie haben ja bereits angekündigt, dass es weitere kleinere Schritte als bisher geben wird. Wir rechnen damit, dass es durchaus möglich ist, dass wir im ersten Quartal dieses Jahres noch zwei Zinserhöhungen von je 0,5% sehen werden. Und ich bin mir nicht sicher, ob dann schon das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Die EZB, bleibe ich dabei, ist nach wie vor nervös, weil sie meines Erachtens nach viel zu spät damit begonnen hat, die Zinsen zu erhöhen. Das Ziel ist ja, die Teuerung abzufedern, unter anderem die Inflation einzudämmen. Das ist mit dieser Erhöhung aus Ihrer Sicht noch nicht gelungen. Wir müssen jetzt davon ausgehen, dass die Inflation weiter hoch bleibt in den nächsten 1 bis 2 Jahren. Sie wird zwar kontinuierlich zurückgehen, wir haben das jetzt mit Jahresende und jetzt im Jänner auch schon gesehen. Die Inflation kommt ein bisschen zurück, aber bis sie wirklich wieder dort ist, wo eigentlich der Zielkorridor der EZB ist, nämlich bei 2% plus minus ein bisschen etwas, da werden wir sicher noch 1,5 bis 2 Jahre brauchen. Warum schaffen es die Amerikaner? Oder sind auch früher dran? Also die haben schon letztes Jahr reagiert mit 4%. Plus, minus, und warum die EU nicht, oder umgekehrt gefragt, warum hinken wir danach? Also da muss man definitiv sagen, die Amerikaner sind in solchen Situationen wesentlich flexibler, als die Europäer das sind. Das war schon immer so, und ich glaube, das wird auch in Zukunft so bleiben. Dass die EZB die Zinsen nicht früher erhöht hat, ist meines Erachtens noch ein politischer Grund. Man wollte damit verhindern, dass die Kreditaufnahme von den wirklich schwachen Staaten im südeuropäischen Raum, dass diese Kreditaufnahme nicht zu teuer wird und diese Staaten nicht überlastet werden. Das hat sich als Bumerang erwiesen. Daher ist die Inflation umso schneller und umso stärker gestiegen. Und jetzt gilt es mit drastischen Maßnahmen, die Inflation wieder einzufangen. Ja, auf gut Deutsch, die niedrigen Zinsen haben auch nicht dazu geführt, dass Länder wie Italien zum Beispiel auch sehr reformwillig geworden sind und auch die Reformen, die erwartet wurden, eingeleitet haben, oder? Ich glaube, das war einer der Gründe, warum das nicht der Fall war, dass wir über viele Jahre hinweg, und das hat ja wirklich jetzt fast 7 Jahre gedauert, ganz niedrige bzw. sogar Negativzinsen hatten. Das ist für die Banken immer sehr schwierig, aber natürlich für diejenigen, die Geld aufnehmen und sich das zu wirklich sehr günstigen Konditionen holen können, ist das hier fast ein Paradies. Daher ist die Motivation, Reformen durchzuführen für einen Staat, solange er so billiges Geld bekommt, sehr gering. So hat ein Wirtschaftsexperte, ich glaube vor 1, 2 Wochen gemeint, es war ein Fehler, solange auf die Südstaaten, südeuropäischen Staaten Rücksicht zu nehmen. Ja, Italien und Co., die haben Probleme, aber die werden sie jetzt auch haben, und für die braucht man künftig sowieso wieder einen Rettungsschirm. Würden Sie es auch so drastisch sehen? Ob es ein Rettungsschirm wirklich sein wird, das kann man derzeit wirklich noch nicht beurteilen. Tatsache ist, wichtig wird sein, dass Einsparungen in diesen Staaten gemacht werden, dass Reformen durchgeführt werden. Wenn das in einem vernünftigen Ausmaß passiert, dann werden wir keinen Rettungsschirm brauchen. Da kommen wir zurück nach Österreich, nach Oberösterreich. Wir haben es schon angesprochen, die Teuerung ist nach wie vor hoch, zwischen 8 und 10%. Die Zinsen bei 2%. Ja, wenn man aufs Konto oder aufs Sparbuch schaut, real verlieren wir Geld. Und da ist die große Frage, die sich viele stellen, die Frage, die auch Ihnen gestellt wird: Was tun mit meinem Ersparten, dass es nicht ganz wegschmilzt? Ich persönlich bin ein Fan davon, dass ich in Fonds anspare. Fonds, wo Anleihen drinnen sind, wo zum Teil auch Aktien drinnen sein können, ein ganz wesentlicher Teil dabei, weil dadurch höhere Zinsen
lukriert werden können. Nicht immer, auch Fonds können im Wert verlieren, aber das ist meistens nur eine kurze Zeitspanne und diese Fonds erholen sich dann wieder. Man braucht sich selbst nicht darum kümmern, dass man bestimmte Anleihen oder einzelne Aktien jetzt zu einem richtigen Zeitpunkt kaufen muss oder verkaufen muss. Da kümmern sich Experten darum und der Mix aus dieser Veranlagung ergibt normalerweise höhere Zinsen, als ich am Sparbuch bekomme oder bei wirklich gut fundierten Anleihen, die von der Bonität her natürlich schon sehr sicher sind. Jetzt hören wir das natürlich schon seit einigen Jahren, spätestens seit der Nullzinsphase. Ja, man sollte natürlich ein bisschen was am Sparbuch haben, aber auch einiges in Anleihen gehen, Fonds etc. Aber warum tun es nicht so viele schon in dem Ausmaß, wie es eigentlich sein könnte? Oder umgekehrt gefragt, wovor haben wir Angst? Vor Anleihen, vor Aktien, vor dem Risiko? Warum sind wir da so konservativ wie Österreich? Also Österreich. Punkt 1, das ist historisch gewachsen. Grundsätzlich, Kontinentaleuropa hat am Kapitalmarkt nicht die Erfahrung, wie das der angloamerikanische Raum hat, wie das Großbritannien hat, wie das Amerika hat und einige mehr auch noch. Da kommt auch dazu, dass ich glaube, wir haben diesbezüglich im Bildungsbereich versagt. Wir müssen die Finanzbildung bereits bei den jungen Leuten massiv ausweiten, denn jeder von uns wird früher oder später mit dem Thema Finanzen konfrontiert sein. Sei es darum, um besser zu wissen, wo kann ich mein Geld veranlagen, sei es, wenn es darum geht, wie kann ich vernünftig zu welchen Konditionen, mit welchen Ausprägungen einen Kredit aufnehmen, weil ich eine Wohnung anschaffen will, ein Haus kaufen will, ein Auto kaufen will. Und solange dieses Wissen noch so gering ist, haben Leute vor unbekannten Dingen auch Angst. Und wenn dann sehr oft auch, muss man dazu sagen, in den Medien darüber berichtet, wie dann beispielsweise eine Börse sehr stark fällt. Ja, das tut einem Anleger wirklich weh. Börsen sind sehr volatil. Es geht stark hinunter, es geht aber auch wieder stark hinauf. Und wenn man langfristig denkt, kann man damit durchschnittlich einen guten Ertrag erwirtschaften. Vielleicht um noch ein bisschen ein Bild zu bekommen, gibt es da eine Grundregel? Oder vielleicht umgekehrt gefragt, hat mir letztes Mal jemand gefragt, ab wie vielen Jahren geht es denn los? Ich glaube, das kommt immer auf die jeweilige Situation drauf an. Wenn ich in einer Krise in Aktien investiere, wird es normalerweise relativ rasch gehen, dass ich erfreut bin über die Kursgewinne mache. Wenn ich in einer wirtschaftlichen Hochphase investiere, kann es sein, dass die Kurse zwischendurch ein bisschen stärker fallen. Dann brauche ich eben länger, damit die Kurse wieder ins Verdienen kommen. Also der Zeitpunkt wäre jetzt gar nicht so schlecht, das anzugehen, auch im Hinblick darauf, wo ja nach wie vor auch viele nicht hinblicken, und das ist auch in Richtung Pension, staatliche Pension, das, was wir bekommen, am Ende, wenn wir dann in Pension gehen können, das wird für manche dann wirklich auch ein blaues Wunder, das da erlebt wird, vor allem auch viele Frauen, die in Teilzeit sind, nicht eingezahlt haben, weil sie auch Kinder erzogen haben. Auch an das denken wir oft zu wenig. Ist das fahrlässig? Fahrlässig ist vielleicht übertrieben, weil die Leute eben zu wenig darüber wissen. Wir müssen von der Politik fordern, dass Finanzbildung in den Lehrplänen verankert wird. Das ist, wie ich höre, auch in Arbeit, aber es kommt leider wirklich sehr, sehr spät. Ich kann mich gut erinnern, wie ich selbst noch an der Börse war. Wir haben massiv dafür getrommelt, dass diese Finanzbildung im Lehrplan verankert wird. Es ist leider nicht dazu gekommen und jetzt haben wir heute das Resultat. Die Leute kennen sich noch immer nicht aus. Es ist zum Teil auch in der Zwischenzeit Aufgabe der Banken. Wir versuchen das mit unseren Kundinnen und Kunden sehr genau durchzugehen, ihnen klarzulegen, was Sinn macht und was man aus Risikoüberlegungen machen kann. Diese beiden Themen sind miteinander zu verbinden. Wenn man es vernünftig macht, macht es Sinn. Da gibt es auch Instrumente dafür. Ich kann zum Beispiel Fonds dadurch kaufen, dass ich jedes Monat einen Auftrag gebe, der automatisch ausgeführt wird. Zu einem bestimmten Betrag ist ein bestimmter Fonds jedes Monat zu kaufen. Das ist Erspartes. Da erreiche ich natürlich auch, dass ich bei meinen Einstandskursen, die ich dadurch erreiche, einen Durchschnittswert bekomme. Egal, ob die einmal nach unten, ob die einmal nach oben gehen. Der Einstandswert, den ich dadurch erreiche, ist ein Durchschnittswert und ist wesentlich leichter, wieder bei Kursanstiegen zu übersteigen. Sie haben gesprochen vom Sinn machen. Macht es Sinn derzeit oder vielleicht anders gefragt? Viele fragen sich, wie sinnvoll ist es,
in Sachen Hausbau derzeit, ja, wenn ich überhaupt die Kredite dann bekomme, es geht um die Kreditvergaberichtlinien, die ja neu sind seit letztem Jahr und die Sie ja nicht sehr erfreut sehen. Wie schwierig ist es derzeit für die Jungen oder auch für diejenigen, die wollen, ein Haus zu bauen? Ja, es ist alleine von den Vorschriften her derzeit sehr, sehr schwierig. Da dürfen wir nicht vergessen, es kommen momentan mehrere Faktoren zusammen. Wir haben gestiegene Preise durch die hohe Inflation, damit gestiegene Preise, insbesondere im Baubereich. Wir haben gestiegene Zinsen, das heißt, wenn ich einen Kredit aufnehme, muss ich deutlich mehr für dieses Geld zahlen als noch vor einem Jahr. Und der dritte Punkt, und der ist ein sehr schwerwiegender Grund, ist eine Verordnung, die es seit August des vorigen Jahres gibt, wo den Banken vorgeschrieben wird, dass Kundinnen und Kunden für einen Wohnbau-Immobilienkredit ganz strenge Maßstäbe einhalten müssen. Da ist zum Beispiel dabei, wenn jemand eine Wohnung hat oder ein Haus hat und er will sich vergrößern, er will eine neue Wohnung kaufen, beispielsweise weil sich die Familie vergrößert hat, weil Kinder da sind, und sagt der Bank, ich möchte eine größere Wohnung kaufen oder ein neues Haus bauen, dann ist es der Bank nicht möglich, dass die bestehende Eigentumswohnung oder das bestehende Haus als Sicherheit anzurechnen. Obwohl der Kunde oder die Kundin sagt, ich möchte, sobald ich im Neuen eingezogen bin, das Alte verkaufen. Offen gestanden, ich verstehe das nicht. Das ist nicht nur ein Hemmschuh für die Familien, sich mehr Eigentum zu schaffen. Das ist natürlich auch ein Hemmschuh für die Bauwirtschaft und damit für die gesamte Wirtschaft im österreichischen Raum. Diese Verordnung gehört schleunigst überarbeitet, die schärfsten Zähne gehören gezogen. Die Bankenlandschaft, die Bankwirtschaft ist mit der Aufsicht im intensiven Gespräch. Die Aufsicht hat jetzt zumindest einmal angekündigt, sie werden sich das intensiv anschauen und vielleicht die schärfsten Zähne ziehen. Ich hoffe, dieses Ziehen geht weit genug. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Es ist ja gerade in Begutachtung wieder diese Verordnung, die da letztes Jahr gekommen ist. Ja, Sie haben schon gesagt, wie groß ist Ihre Hoffnung, dass sich da was verbessert, auch im Sinne der Wohnungskäufer, Häuselbau etc.? Also der wirklich schärfste Zahn ist eben, dass man bestehendes Eigentum nicht ansetzen kann. Das dürfte zumindest zum Teil zurückgenommen werden. Da gibt es den Vorschlag, zumindest von einer Periode von 2 Jahren, so lange darf man das als Bank gegenüber dem Kunden als Sicherheit noch ansetzen, aber dann muss gezahlt werden. Vielleicht könnte man diese Periode ein bisschen noch ausdehnen, denn es ist ja nicht so einfach, wenn ich nicht genau weiß, wann die Wohnung fertig wird, ja, wo sollen die Leute dann hinziehen? Ich kann die alte Wohnung nicht unmittelbar verkaufen. Also da geht es um den Zeitraum, wie lange das vielleicht geht. Dann geht es auch darum, diese Verordnung gilt ja nicht nur für den Neukauf oder für den Neubau. Der gilt ja auch beispielsweise für Investitionen in Photovoltaikanlagen. Jetzt hören wir die ganze Zeit von der Regierung, wir sollten dringend alle miteinander versuchen, in erneuerbare Energien zu investieren. Und auf der anderen Seite sagt eine Aufsicht, aber du hast zu wenig finanzielle Mittel, du darfst nicht. Da widerspricht sich einiges und das gehört aufgehoben. Können Sie in Zahlen schon messen, was das heißt für den Kreditmarkt jetzt, diese Veränderungen, die Teuerung, haben Sie schon gesagt, ist nicht nur allein dieses Gesetz, die neue Verordnung, die Teuerung etc., wie viel Minus bei Krediten? Also bei Raiffeisen Oberösterreich sind die Wohnimmobilienkredite ab August des vorigen Jahres um 63% zurückgegangen, die Neukredite. Das ist natürlich ein ganz gewaltiges Volumen. Es verstehen viele Kundinnen und Kunden ganz einfach nicht. Wir müssen ihnen das erklären. Die Banken sind nicht diejenigen, die das nicht wollen. Vielleicht noch ganz kurz zu Ihrem Haus. Ja, mittlerweile im Konzern ja, um die 6.000 Mitarbeiter, wenn man Vivates dazu rechnet, dann wahrscheinlich noch mehr. Über 400 Filialen. In Zeiten der Digitalisierung, des Online-Bankings fragen sich natürlich auch viele, naja, wie kann das gehalten werden? Menschen, Filialen in Zeiten einer digitalen Welt. Da muss man als ersten Faktor sehen,
Wir suchen derzeit Personal. Und zwar ganz massiv. Da ist die Bankenbranche nicht alleine, das betrifft alle Branchen. Jetzt unmittelbar ist es ein bisschen leichter, neues Personal zu bekommen, weil Arbeitskräfte schon freigesetzt werden aufgrund der Krise. Aber ich glaube persönlich, dass das nur ein kurzer Zeitraum sein wird. Diese Leute werden sehr rasch von den anderen Unternehmen aufgesaugt werden. Und wir werden in nicht allzu langer Zeit wieder vor der Situation stehen, wo bekommen wir Leute her? Daher diese Befürchtung, dass wenn man die Anzahl von Standorten verringert, dass dadurch Personal freigesetzt wird, die braucht derzeit wirklich niemand haben. Im Gegenteil, wir haben nicht genug Personal. Der zweite Punkt, warum kommt es dann trotzdem zu Zusammenlegungen von Standorten? Punkt 1, die Personalfrage. Punkt 2, in der heutigen Zeit, wo 95-96% des täglichen Bankgeschäftes in der Zwischenzeit digital auch von den Kundinnen und Kunden gemacht werden, sind Ortspräsenzen bei weitem nicht mehr so notwendig, wie es das früher der Fall war. Daher muss man daran denken, wie kann man diese Situation neu regeln. Bei uns hat es einige Zusammenlegungen von Standorten gegeben. Ich glaube, dieser Prozess, der langsam vor sich geht, ist auch noch nicht abgeschlossen. Da ist es ganz, ganz wichtig, mit allen Leuten, die da in der Umgebung sind, zu reden, mit der Gemeinde, mit dem Bürgermeister, mit Vereinen, die dort vor Ort sind, ihnen klarzumachen, warum man das macht. Und wenn man das tut, ist das Verständnis auch immer sehr, sehr groß. Die Befürchtung, dass die Bargeldversorgung nicht mehr funktioniert, die kann ich insofern zerstreuen. Ich kann Ihnen nur als Beispiel sagen, Raiffeisen Oberösterreich betreibt 552 Bankomaten. Das ist die Hälfte von allen Bankomaten, die es in Oberösterreich überhaupt gibt. Und die sind natürlich auch sehr weit gestreut, sodass die meisten nicht allzu weit haben, um zu Bargeld zu kommen. Zusätzlich muss man schon auch anführen, die Mobilität der Bevölkerung ist natürlich in der heutigen Zeit eine ganz andere, als das vor 50 Jahren der Fall war. Daher ist es auch wesentlich leichter, zu einer Bankfiliale hinzukommen, als das in früheren Zeiten der Fall war. Recht viel mehr als 5 bis 10 Kilometer, glaube ich, muss in Oberösterreich niemand fahren, um zu einer Bankfiliale zu kommen. Vielleicht die letzte Frage dazu noch, weil Sie die Mobilität angesprochen haben. Menschen, die nicht so mobil sind, garantieren Sie auch oder sagen Sie auch, also man wird auch zu diesen Menschen kommen künftig oder kommt man auch? Natürlich garantieren können wir nichts, aber wir versuchen Bedenken in diese Richtung zu zerstreuen. Man ist ja mit den Kundinnen und Kunden auch über Telefon oder über die Medien wie Internet und dergleichen in Verbindung. Und wenn es da zu Situationen kommt, wo jemand sagt, ich habe keine andere Chance, helft mir bitte, na, dann wird man da sicher einen Weg finden, das auch zu tun. Zurück zum Beginn und die vorletzte Frage. Wir haben gesprochen über die Zinsen, die jetzt etwas angehoben wurden. Das heißt auch, dass die Kreditzinsen angehoben wurden und Sie haben es auch schon angesprochen. Das betrifft natürlich auch die Unternehmen in diesem Land, die ja so wichtig sind. Sie haben schon gesagt, also da ist schon zumindest Vorsicht noch immer geboten bei Investitionen. Was wäre das Schlimmste, was passieren kann? Ist es noch in einem Rahmen, wo man sagt, okay, ein Investitionsrückgang, ein Kreditrückgang, der aber noch nichts macht? Ein Rückgang bei der Nachfrage. Nachfrage, ja. Das heißt nicht, dass die Kreditvergabe zum Stillstand kommt. Da sind wir bei Weitem nicht so weit. Dass sich das auf die Wirtschaft, auf das Wirtschaftswachstum ausübt, ist selbstverständlich. Was das Erfreuliche ist, die Unternehmen, insbesondere was ihre Bonität anbelangt, haben sich eigentlich sehr gut gehalten. Und das zeigt schon, dass wir hatten ja etliche Krisen in relativ kurzer Zeit hintereinander, dass Unternehmen lernen. Wie muss ich mich auf eine Krise vorbereiten und in der Krise verhalten? Dass es Schwäche ist, das stimmt. Was wir nicht glauben, offen gestanden, ist, dass es zu einer Rezession kommen wird. Heißt, dass die Wirtschaft nicht wächst, sondern sogar schrumpft. Wir gehen davon aus, dass wir ein leichtes Wachstum im heurigen Jahr haben. Und wenn wir das zusammenbringen, dann haben wir die Krise wirklich gut bewältigt. Das heißt aber jetzt umgekehrt, Sie können sich erinnern, an letztes Jahr im Sommer, da waren die Prognosen teilweise auch von den Unternehmern katastrophal. Diese angekündigte Katastrophe, denken Sie, wird so nicht kommen? Glaube ich nicht.
Es wird ganz wesentlich von der weiteren Energieversorgung abhängen. Wenn es Europa gelingt, das Gas, das von Russland bezogen wurde, und das war ja anteilsmäßig nicht wenig, von woanders her zu bekommen und das zu halbwegs vernünftigen Preisen, dann haben wir die größte Gefahr im Griff und dann werden wir diese Krise gut überstehen. Ich bedanke mich für das Gespräch. Danke auch. Ja, und bei uns geht es in Kürze weiter nach einer kurzen Werbepause. Morgen dann wieder ab 18 Uhr Oberösterreich aktuell mit den tagesaktuellen Nachrichten. Bleiben Sie bei uns.